Only one like you. Ich hab den Text jetzt ganz vergessen. Thank you.
Ja, wir haben jetzt fertig getanzt und laufen jetzt ein bisschen hier rum und ich habe mir gedacht, für die, die die Dancecom jetzt nicht kennen, stelle ich dir ein bisschen vor. Es ist so, dass die Dancecom das Größte ist, was der Tanzsport in Nordrhein-Westfalen zu bieten hat. Und es gibt hier drei verschiedene Säle, auf denen getanzt wird. Ich befinde mich jetzt in dem großen Saal und den zeige ich euch jetzt ein bisschen. Im großen Saal finden Weltranglistenturniere statt und andere hochklassige Turniere. Oben ist auch noch ein Saal. Das sieht so aus. Und jetzt bin ich auf dem Weg zum letzten Saal und der befindet sich unten neben dem großen Saal und den zeige ich euch jetzt. Es ist so früh, wir haben Sonntag, heute ist wieder Dancecomp angesagt. Wir sind um 4 Uhr aufgestanden, also haben wir auch nicht viel mehr Schlaf als 4 Stunden bekommen. Und das hat den Grund, weil der Veranstalter sich gedacht hat oder es für eine gute Idee gehalten hat, unser Turnier auf 9 Uhr morgens zu legen. Ja, wir fahren also gleich los und tanzen dann unser Turnier auf der Dancecomp, Tag 2. Müde. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie müde bist du? Gerade bin ich tatsächlich gar nicht müde. Ernsthaft? Ja, irgendwie nur mal eine halbe Stunde, wenn wir im Auto sitzen. Sitzen wir erst in einer halben Stunde im Auto? Wie hast du geschlafen auf der Fahrt? Scheiße. Wir sind jetzt im Wuppertal angekommen und wir haben einen schönen Parkplatz bekommen, direkt vor der Stadthalle. Der Vorteil daran, dass wir so früh starten, ist, dass es noch nicht so warm ist. Und dass es noch nicht so voll ist. Deswegen haben wir auch einen Parkplatz direkt an einer historischen Stadthalle bekommen. Sehr, sehr geil. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen aufraffen, weil ich bin auch ein bisschen träge durch das frühe Aufstehen und durch die lange Fahrt und das warme Auto und Was? Es war hier arschkalt drin. Ja, Larissa ist ein bisschen empfindlich. Jedenfalls. Mike macht im Winter immer hier 30 Grad und wenn draußen 30 Grad ist, dann macht er hier minus 15. Minus 15? Ja, aber 15 Grad. Oder wie kalt geht das hier? Du wirst jetzt schon nicht mehr glaubwürdig, weil du minus 16 15 gesagt hast. 16 ist das Kälteste. Aber 19 Grad bestimmt. Ja, komm, eigentlich haben wir gar keine Zeit. Wir müssen jetzt eigentlich reingehen. Ja, dann rede doch nicht so lange. Wir sind jetzt fertig. Wir haben jetzt gerade getanzt. Ich habe die Kamera im Auto gelassen, weil wir heute alleine sind. Gestern hatten wir jemanden dabei, der uns gefilmt hat und heute sind wir alleine und deswegen wäre das halt blöd gewesen, die irgendwo liegen zu lassen. Ich habe die jetzt geholt. Ich wollte jetzt gleich wieder reingehen und dann wollten wir noch ein bisschen shoppen. Ich brauche neue Schuhe. Meine alten Schuhe sind schon durchgelatscht. Auf geht's! Achso, wir haben gut getanzt. Platz, also 40 Paare waren am Start. Platz 21, 22, der geteilte Platz. Wir sind ganz zufrieden. Dafür, dass wir jetzt ein halbes Jahr kein Turnier mehr getanzt haben, ist das in Ordnung. Und wir gucken nach vorne. Also 21. Platz, Mittelfeld, ist in Ordnung.
So, das war's für die diesjährige Dance Comp. Es war wieder eine schöne Veranstaltung. Vielen Dank für alle Helfer und Veranstalter. Und hat alles geklappt? Wie nein? Naja, es sieht so aus, als müssten wir uns jetzt noch mal ein Parkticket kümmern. Weil der Parkautomat keine Karte nimmt. Ihr kennt das Spiel. Wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen, abonnieren, kommentieren, alles, was ihr machen könnt.